Okay, wir sind jetzt hier. Erinnerst du dich Es nicht? sah gerade ganz merkwürdig Ich aus, habe dir Luft als der Bildschirm, also der Bildschirm hat so geflackert. Ich weiß nicht, ob das die Aufnahme unterbrochen hat und wir gerade eine neue Aufnahme haben. Wenn ja, dann sage ich nochmal herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine. Wenn nicht, dann habt ihr es jetzt halt doppelt gehört. Aber falls die Aufnahme gerade kurz unterbrochen wurde, werde ich die jetzt nicht zusammenschneiden, weil dann von dran nur ein paar Sekunden gefehlt haben, wo Die ich halt greifen gelabert nicht habe. an, was aber nicht heißt, dass sie keine Gefahr sind. Da habe ich quasi nur Hallo gesagt und so, deswegen. Ich weiß es gerade nicht, wie gesagt. Entweder ist es gerade total irrelevant, was ich erzähle, weil ihr habt alles gesehen. Und wenn ihr nicht alles gesehen habt, dann versteht ihr jetzt zumindest, warum ich das erzähle. Also Eine was vorher passiert Hütte, ist. die der Hexe. Die Hütte sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser. Okay, letzter Versuch. Come on. Ein Seiden. Ich hab. Und. Da. Was? Das. Ich will. Ich bin. Steh. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich vertraue dir, trotz meiner Bedenken. Meine Haarlocke gehört dir. Wunderbar. Was muss ich tun? Du musst die Maid davon überzeugen, dass ihr Liebster zurückkehren wollte, dabei aber starb. Nimm ihr Seidentuch und etwas von Garretts Überresten. Seine Knochen verbleichen in der Höhle unter diesem Felsen. Das Feuer muss das Tuch und die Überreste verbrennen. Und dein Herz, deine Absichten müssen absolut rein sein. Verstanden? Ja, danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Und leb wohl. Wenn du aus der Tür bist, werden wir uns nie wiedersehen. Okay, war jetzt auch nichts Krasses. Genau das gleiche würde ja auch passieren, wenn. Abgeschlossen. Genau das gleiche würde ja auch passieren. Ich wäre eh in die Höhle gegangen. Die hat uns jetzt ein bisschen gespoilert, ja klar, aber ich wäre eh in die Höhle gegangen. Und von daher, ich lade das wieder, wie gesagt, weil die Lok gebe ich ja nicht. Wollte ich eher noch nicht geben. Ich habe euch ja gesagt, dass das der Speicherpunkt war, an dem wir auch weiterspielen werden. Ich habe halt irgendwie nur das Gefühl gehabt, das ist eine ganz geheimnisvolle Person und jetzt passiert vielleicht noch irgendwas ganz crazy Verrücktes, wenn wir die anderen Optionen wählen. Deswegen, ja, wollte ich mir die Sachen angucken. Mache ich ja nur sehr, sehr selten. Aber jetzt haben wir es ja auch geschafft. Und wie gesagt, in die Hütte wäre ich eh gegangen. Oh, jetzt haben wir natürlich gar nicht die Notiz, also in dem Speicherplatz haben wir gar nicht die Notiz gelesen, aber ich glaube, die ist noch nicht so wichtig mit der Schafgarbe. Na komm. Es ist wahrscheinlich die Hütte auch wieder abgeschlossen, oder? Aber sie hat nicht unsere Locke, das heißt, theoretischerweise könnten wir sie wieder sehen. Na komm. Ich frage mich, ob es jedes Mal genau gleich lang lädt oder ob es Unterschiede gibt. Na, abgeschlossen, dachte ich mir. Immer mal ins Fenster reingucken, wir wissen aber, was sie noch sehen. Na, sie ist wieder verschwunden. Na gut, kehre zum blutenden Baum zurück. Also wie gesagt, ich wäre sowieso in die Höhle erstmal reingegangen. Boah, die wird gar nicht mehr angezeigt, oder? Doch, da, ich dachte schon. Na, die hätte ich mir eh erstmal angeschaut, die Höhle, von daher. Wäre natürlich scheiße, wenn wir jetzt den Fluch so gar nicht sprechen könnten, weil Geralt diese Information von der Hexe braucht und es doch nicht alleine schafft. Das könnte ja auch sein, fällt mir gerade so ein. Was mache ich denn dann? Da unten sind auf jeden Fall Monster.
Ach, nicht wieder solche Monster. Also nicht wieder diese blöden Kikimoras. Da habe ich schon bei Regis Stress gehabt. Penn einfach mal eine Runde. Und holen uns Pumpen. Okay, wir sind zu nah am Monster dran. Jetzt. Pumpen. Nein. Seid ihr dumm? Wieso ist denn die Fackel nicht mehr ausgewählt? Die können zum Glück nicht klettern, die Dummies. Ich glaube, der hat gar nichts gebracht, oder? So, jetzt müssen wir auf jeden Fall eine andere Bombe nehmen. Am besten eine, die explodiert und Feuer macht. So, überlegener tanzender Stern. Sehr gut. Keine Ahnung, wie Schaden das macht. Die kriegen es leider nicht angezeigt. Es sind drei Stück. Ich hoffe mal, es gibt nicht noch mehr. Aber da haben wir auf jeden Fall noch mehr. Wir haben auf jeden Fall noch mehr Eier dann, aber ich glaube, da kommen dann keine raus. Sieht auf jeden Fall geil aus. Nee. Ich verstehe halt nicht, warum die aufhören zu brennen, wenn man mit denen kämpft. Das ist halt blöd, deswegen renne ich da jetzt nicht hin und schlachte die. Ich will erstmal so viel Schaden wie möglich machen, weil die immer rumgenervt haben im Nahkampf. Ist auch schön, wie wir direkt ein bisschen was sehen können. Was? Nur eine brennt? Oh, fuck! Oh, jetzt brennt noch eine. Okay. Das war's. Mal gucken, ob wir hier mit der Fackel klarkommen. Oh, sehr geil. Fast tot. Und ich habe nicht gespeichert, jetzt direkt vom... Oh, ich fetten Idiot. Scheiße. Ach, war das dumm von mir. Ich habe nicht gespeichert. Vor allem, nachdem ich die Bomben benutzt habe, alle hätte ich speichern sollen. Das wäre viel schlauer gewesen. Oh, da haben die mich direkt wieder gewonnen-hittet, oder was? Was ist denn da wieder passiert? Ich sag ja, die Biester sind einfach so unberechenbar. Krass. Oh fuck, jetzt fangen wir bestimmt wieder da oben an der Hütte an. Da hab ich auch kein... Mann! Bestimmt fangen wir wieder da oben an der Hütte an. Aber ich will logischerweise trotzdem die Höhle da unten klären. Im Endeffekt wird es dann sowieso so sein, dass ich dann wieder vom Baum zur Höhle gehen müsste oder so. Keine Ahnung. Aber ich sehe es schon kommen, dass es hier alles umsonst ist, weil wir den Fluch gar nicht alleine lösen können. Aber ich will der Hexe halt diese Locke nicht geben. Ja, einfach blind zu vertrauen ist ja wahrscheinlich auch nicht so schlau. Tja, hat sie einfach den Gareth umgebracht, weil sie nicht damit leben konnte, dass er gegangen ist. Ich meine, es wird ja auch total langweilig da auf dem Felsen mit der Frau alleine. Oh, wir sind hier. Sehr gut. Wie sieht's aus? Haben wir? Nee, okay. Müssen wir doch noch mal eine Stunde nächtigen. Wird nicht funktionieren. Hier sind wir zu nah dran. So. Dann den ganzen Spaß nochmal, sorry Leute. So viel Zeit muss sein, um den Kampf so einfach wie möglich zu machen. Ah, wir haben glaube ich die anderen beiden nicht erwischt, nicht so geil.
glaube, die war jetzt sinnlos, weil der hat schon wieder gebrannt. Naja, egal. Der eine brennt nicht, der rechte brennt nicht. Kleine. So, die Kartäsche können wir, glaube ich, direkt abfeuern, ist egal. Na gut, dann viel Glück. Scheiße, beim letzten Mal hatten sie, also beim letzten Versuch, oh, ich habe vergessen zu speichern, fuck. Beim letzten Versuch haben sie auf jeden Fall, werden mal wieder mit Quen arbeiten, glaube ich. Beim letzten Versuch hatten sie auf jeden Fall viel weniger Energie, die Kleinen. Fällt mir gerade ein, ich komme nicht mehr hoch, ne? Ich bin wieder komplett vergiftet, Alter, wie mich das nervt. Scheiße. Brauch schon wieder weißer Honig. Die sind echt, also das ist momentan wirklich die absoluten Hasskreaturen. In dem Spiel. Oh, damit sind sie zum Glück leicht zu besiegen, ey. Oh, Hilfe. Aber wenigstens haben wir nur zwei Versuche gebraucht. So, machen wir mal die Fackel an. Scheiß Eier, ey. Weg mit euch! Macht auch direkt ein bisschen Licht. Natürliche Fackeln. Hä? Haben wir alle? Oh! Hallo! Toussaint, Herzogswächter, wie gesagt, ich nehme es einfach mit, weil ich die Kohle brauche, wenn ich die verkaufe. So, gab es denn irgendwas einzusammeln? Nee. Oh, hier sind noch Eier. Ah, die brennen so schön. Es war nicht wirklich lang, aber schön. Oh, Kupfererz. Ich dachte, die Überreste würden hier in der Höhle liegen. Oder findet man die nur, wenn man das von der Hexe erfahren hat? Hä? Sollte doch eigentlich egal sein. Das ist sonst auch nicht so. Dann findet man doch eigentlich immer die Sachen auch schon, bevor man die Quest hat. Halt, da ist was. Ach, sind nur diese scheiß Pilze. Da ist noch ein Sack. Hm. Und da war ja schon der andere Ausgang. Ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendwas gibt. Okay, dann werde ich wohl einfach mal zu dem Baum zurückkehren müssen und schauen, was da auf mich wartet. Also, ich hoffe, dass wir den Fluch trotzdem knacken können. Es wäre sehr ärgerlich, wenn nicht. Aber Geralt hat ja gesagt, dass er das mit dem Tuch schaffen würde. Schauen wir mal. Schneller. Schauen wir mal. Hoffen einfach, dass es wirklich... Vorsicht. Hoffen wir mal, dass es wirklich reicht, einfach mit dem Tuch da aufzutauchen. Ich meine, wir wissen ja jetzt auch, dass Gareth tot ist. Und dass er fremdgegangen ist. Er ist fremdgegangen, ja doch, er ist fremdgegangen. Man kann es genauso sagen, er ist fremdgegangen, dieser Schuft. Langsam, langsam. Ist ja schon da. Und? Du hast die Hexe getroffen, ganz bestimmt. Was hast du erfahren? Hm.
Die Hexe ist nicht so schlimm, wie du denkst. Die hat Garrett umbringen lassen. Oder sie hat ihn umgebracht oder wie auch immer. Diese Hexe, sie ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Ich musste zwar einen Kratzfuß machen, aber ich kenne Zauberinnen, die schlimmer sind. Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Aber was ist mit Daphne? Daphnes Tuch. Wir nehmen es, um den Fluch zu brechen. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich 4 Feuer für die 4 Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Schön im Regen Feuer machen. Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Fache das Südfeuer. Aber der Regen, also diese Atmosphäre passt natürlich, um so einen Fluch zu brechen. Die Welt um dich, sie dreht sich weiter. Der Südwind trägt herbei das Licht. Das Ostfeuer. Der Ostwind im Herbst den Sommer bricht. Ich sehe quasi gar nichts. Der Nordwind den Winter zu uns bringt. Der Westwind voll Sehnsucht deinen Namen singt. Daphne, kehr wieder, so unbedingt. Stimmt, ist jetzt einfach dann so ein blöder Geist, den wir besiegen müssen. Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Sieh nur, ein Tuch. Der Beweis eurer Liebe füreinander. Wusste es. Verdammt, das war falsch. Los weg. Oh, wir machen aber gut Schaden. Fuck, die aber auch. Oh, die kann Skelette rufen. Was ist denn hier los? Kann sie auch selber platt machen, wie es aussieht. Todesfeen. Schade, dass es nicht anders ging, aber die Hexe hat ja auch irgend sowas gesagt gehabt. Verfickte Feenflügel. Was ist denn hier passiert? Mein Fehler. Ich habe den Fluch auf die falsche Art gebrochen. Ich habe sie aus ihrem Gefängnis gezerrt, nicht befreit. Der Schock war zu groß. Er setzte ihren Zorn und Schmerz frei. Heilige Scheiße! Das hat man davon, wenn man einen Pfuscher beauftragt. Zumindest ist ihr Schmerz verflogen und sie muss nicht mehr im Baum leiden. Nimm dein Geld und verzieh dich. Fuck, wir hätten also doch die Hexe gebraucht. Och, Mann! Och Mann, jetzt will ich halt auch wissen, was passiert, wenn ich mit der Hexe, wenn ich das Gute machen würde. Fuck! Ach Mist, 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 was mache ich denn jetzt? Ich bin ganz, ganz kurz davor, den anderen Weg zu gehen. Ich mache das normalerweise nicht, wisst ihr? Aber mich interessiert es einfach so krass sehr, was dann passiert.
glaube, ich mach's. Ihr seht's ja, ich verheimliche ja nichts. Ihr wisst's ja. Also, ich glaube, ich mach's. Aber erst in der nächsten Folge. Ich werde jetzt so machen, dass ich jetzt wieder lade. Oh Gott, was für eine krasse Stelle. Ich werde jetzt einfach laden. Und beim nächsten Mal gehe ich dann wieder in die Hütte rein. Sammle die Sachen dort ein. Rede mit der Hexe, gebe ihr meine Locke. Ich glaube, es wird eh keine Relevanz haben für das spätere Spiel. Dann holen wir die Überreste von dem Typ und befreien halt ihren Geist richtig, so dass er halt nicht als böse Todesfee wiederkommt. Oh fuck, wie Idiot. Wie Idiot vor allem. Ich Idiot. Ich hätte aber wenigstens den Eintrag zur Todesfee noch lesen sollen, weil den werde ich jetzt wahrscheinlich nicht bekommen. Wenn ich das auf richtige Weise mache. Das ist natürlich doof. Egal, ich speichere jetzt an der Stelle nochmal, dass wir dann beim nächsten Mal an der Stelle weitermachen können. Also, dass jetzt so verzwickt wird hier mit dieser Hexe, hätte ich nicht gedacht. Aber ich bin ehrlich, ich hab's gesagt, neugierig und normalerweise mache ich es nicht. Und es ist jetzt auch nicht wirklich relevant. Also, es ist eigentlich scheißegal, ich könnte jetzt auch einfach weitermachen. Ich meine, ich habe andere Entscheidungen getroffen, die ich in Anführungsstrichen, es ist ja nur ein Spiel, in Anführungsstrichen, viel, viel mehr bereue und wo ich auch nicht zurückgegangen bin und sie geändert habe, sondern es so gelassen habe, ne? Aber jetzt hier, ich weiß nicht warum, es ist halt gerade so, dass ich gerade Bock drauf habe. Ich mach's nicht, das jedes Mal, ihr wisst's. Und jetzt habe ich gerade Lust drauf. Und der ein oder andere von euch will bestimmt auch sehen, was passiert, wenn man es richtig macht und mit der Hexe zusammenarbeitet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir es richtig. Euer Paxis. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Tschüss.